Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren, liebe Kollegen und insbesondere sehr geehrter Herr Kollege Eugen Roth. Ich werde mal als erstes meinen letzten Satz vorlesen, weil du ja, oder weil Sie gesagt haben, wir sind hier im Parlament, bleiben wir anständig, höflich. Mit der AfD wäre das nicht so einfach. Einer Stärkung der Arbeitnehmer von Arbeitnehmerrechten und einer Verbesserung der Situation von prekär Beschäftigten mit dem Effekt der Verminderung von zukünftiger Altersarmut in Form des vorgelegten Gesetzesentwurfs werden wir uns selbstverständlich anschließen. Dem uns heute vorliegenden Antrag zur Gesetzesänderung des saarländischen Tariftreuegesetzes werden wir als AfD-Fraktion gerne zustimmen, gerade auch deshalb, weil wir dadurch mit dafür Sorge tragen können, dass Arbeitnehmer angemessener entlohnt werden. Zumindest dann, wenn es sich um die Vergabe von öffentlichen Aufträgen handelt. Hier kann man als Land ruhig einmal mit gutem Beispiel vorangehen. Und das betone ich gerade auch aus aktuellem Anlass, denn gerade in den vergangenen Tagen war ja einmal mehr der Presse zu entnehmen, wie arbeitnehmerfeindlich die AfD doch eigentlich sei. Gerade auch deswegen, weil wir zum Beispiel gegen eine Zwangsmitgliedschaft der saarländischen Arbeitnehmer in der Arbeitskammer und gegen die daraus resultierenden Zwangsbeiträge sind. Jene Zwangsmitgliedschaft, deren Abschaffung selbst die saarländische CDU schon forderte. Der damalige CDU-Generalsekretär und heutige Präsident Stefan Toscani sagte in diesem Zusammenhang über die Arbeitskammer, dass sie die Zwangsbeiträge der Arbeitnehmer missbrauche, um, und ich zitiere mit Ihrer Erlaubnis, sich zum Wahlhelfer linker Strömungen zu machen. Daran, sehr geehrte Damen und Herren, hat sich bis heute nicht viel geändert. Und das veranschaulicht deutlich auch hier wieder, wie wieder einmal eine Körperschaft des öffentlichen Rechts im Saarland dazu genutzt wird, die eigenen Parteifreunde mit Posten zu versorgen. Aber dazu später. Oder auch doch. Ja. Der vorliegende Entwurf sieht eine Anhebung des zu zahlenden Mindestlohns von 8,50 Euro auf 12 Euro vor. Diese Erhöhung erscheint uns notwendig und in dieser Höhe auch angemessen. Abgesehen von dem Ziel, existenzsichernden und altersarmutsfesten Löhnen näher zu kommen, sehen wir in dieser Erhöhung auch den Vorteil, dass öffentliche Aufträge nicht mehr ganz so einfach an Billigbieter auf Kosten der Arbeitnehmer vergeben werden können. Denn leider ist es mittlerweile zu einer unschönen Erscheinung geworden, dass Arbeiter und vermeintliche Handwerker vornehmlich aus Osteuropa durch die Lande ziehen und ihre Dienste oftmals als Subunternehmer für einen Apfel und ein Ei anbieten. Als Ein- oder Zwei-Mann-Betrieb gegründet, werden dann für billiges Geld Angebote gemacht, mit denen Fachbetriebe kostentechnisch gar nicht erst mithalten können. Erst billig, dann teuer, lautet hier dann oftmals die Devise. Denn der Murks, den die vermeintlich Billigen hinterlassen, muss dann im Nachgang von den vermeintlich teureren Fachbetrieben beseitigt werden. Die unzähligen Gewährleistungsverfahren vor deutschen Gerichten sprechen da eine relativ deutliche Sprache. Daher stehen wir als AfD nicht nur fest hinter einem angemessenen Mindestlohn, der eben nicht dafür sorgt, dass man nach 30 oder 40 Jahren Arbeit auf irgendeinem Amt um Unterstützung betteln muss. Wir fordern darüber hinaus auch die Indexierung eines solchen Mindestlohns, dessen Steigerung sich dann an der tatsächlichen Inflationsrate in Deutschland orientieren muss und nicht nach dem, was die Mindestlohnkommission alle zwei Jahre beschließt. Und nicht zuletzt stehen wir für die Wiedereinführung der Meisterpflicht in Deutschland, die durch die rot-grüne Bundesregierung im Jahr 2004 in vielen Bereichen beseitigt wurde. Die Abschaffung dieser Meisterpflicht war ein großer Fehler, zumal die positiven Effekte, die sich die Verantwortlichen damals versprochen hatten, schlichtweg ausgeblieben sind. Nicht umsonst bewunderte man Deutschland gerade wegen unseres guten Ausbildungssystems und nicht zuletzt der hohen Hürden, die angelegt wurden, damit man einen entsprechenden Betrieb gründen durfte. Das hatte insbesondere auch etwas mit dem hohen Level an Qualifikation und Qualität zu tun. Mit dieser Position stehen wir im Übrigen nicht alleine, sondern befinden uns in prominenter Gesellschaft. Gerade auch der ehemalige Geschäftsführer des Volkswirtschaftlichen Instituts für Mittelstand und Handwerk an der Uni Göttingen, Klaus Müller, ist einer von vielen, die ebenfalls dieser Meinung sind.
Gott sei Dank sehen das mittlerweile auch immer mehr Politiker, vor allem in Reihen der CDU, genauso. Lediglich die Tatsache, dass dies eine Kernforderung der AfD ist, dürfte hier noch den einen oder anderen ein wenig abschrecken. Aber nur Mut, es wäre der richtige Weg. Wie bereits eingangs erwähnt, stimmen wir diesem Antrag gerne zu, denn auch die Forderung nach einer Absenkung des Schwellenwertes von 25.000 auf 10.000 Euro können wir uns ohne Probleme anschließen. Wenn ein Antrag aus unserer Sicht sachlich sinnvoll ist, spielt es für uns eben keine Rolle, von welcher Fraktion er eingebracht wurde oder wie oft oder gar grundsätzlich diese Fraktion unsere Anträge abgelehnt hat. Einer Stärkung von Arbeitnehmerrechten und einer Verbesserung der Situation von prekär Beschäftigten mit dem Effekt der Verminderung von zukünftiger Altersarmut in Form des vorgelegten Gesetzesentwurfs schließen wir uns an. Vielen Dank. Ja, ganz kurz, Herr Kollege Lafontaine, Sie haben angesprochen, dass mein letzter Satz nicht unbedingt in der Öffentlichkeit der AfD zugeordnet werden würde. Das ist richtig. Das liegt allerdings aus meiner Sicht weniger an der AfD als an der veröffentlichten Meinung über die AfD. Ja. Ich kenne mein eigenes Parteiprogramm. Ich war lange Monate und Jahre Mitglied der Bundesprogrammkommission, Herr Kollege Thuhl. Und ich kann Ihnen sagen, dass wir uns zur sozialen Marktwirtschaft bekennen. Das ist, und dass es auch in der Bundesprogrammkommission, in der Partei insgesamt, eine starke Strömung gibt, die auf die Rechte von Arbeitnehmern, Rentnern und so weiter großen Wert legt. Es gibt dazu im Herbst diesen Jahres einen separaten Parteitag, wo wir uns insbesondere mit sozialen Fragen beschäftigen werden und das Ziel haben, unsere Programmatik dort zu verfeinern und auszuarbeiten. Dass diese Themen alle komplex und miteinander verknüpft sind, ist uns vollkommen klar. Aber ich kann Ihnen versichern, dass die AfD viele Mitglieder hat, die Mitglieder von Gewerkschaften sind, die leiden unter prekären Verhältnissen, die leiden unter Altersarmut. Wir haben diese Probleme auch in unserer Mitgliedschaft und wir kümmern uns auch um diese Probleme. Insofern, es ist schade, dass das in der Öffentlichkeit noch nicht so wahrgenommen wird, aber wir werden einiges dafür tun, dass sich das in Zukunft ändert. Vielen Dank.